BioTV. Ein Kompetenzzentrum für Elektromobilität eröffnet hier in Kürze Ende September in Panfurt, 30 Kilometer südöstlich von Wien, seine Pforten. Herr Schmidtner, was können wir von dieser sogenannten E-Mobility World erwarten? Die E-Mobility World bietet ein großes Spektrum von Elektrofahrzeugen, die dauerhaft zu Test- und Schulungsfahrten zur Verfügung stehen werden und ausschließlich aus Ökostromanlagen vor Ort und aus der Region ihre Energie entsprechend beziehen. Die E-Mobility World ist am Driving Camp Bachfurt stationiert. Das Driving Camp bietet Offroad wie auch eben Sicherheitsstrecken, das heißt flache Strecken am Asphalt wie auch hügelige Strecken und eben das schwerste Gelände bis zu 100% Steigung und lädt wirklich jede Fahrzeugklasse, jeden Fahrzeugtyp ein, hier getestet zu werden. Und wir haben tatsächlich von Elektrofahrrädern über entsprechende Scooter, Offroad-Motorräder, auch Offroad-Autos und eben die klassischen Elektroautos und jetzt auch neue am Markt kommende Elektroautos hier vertreten, bis hin zu kleinen LKWs, die auch hier in der E-Mobility World zu testen sein werden. Ich glaube, das ist eher schon ein einzigartiges Projekt in Europa. Gibt es was Vergleichbares? Einerseits ist das Fahrsicherheitszentrum vermutlich das modernste in Europa, bietet wirklich bis hin zu ganz brutales Beispiel, Panzer, Wartbecken, jegliche Form der Testmöglichkeiten, also auch für die neuen Elektrofahrzeuge eine riesengroße, sehr technische Spielwiese. Und aufgrund dieser Vielfalt von Fahrstrecken und der Vielzahl von Fahrzeugen denke ich, dass wir in Europa im Moment die größte das größte Veranstaltungsgelände anbieten. Organisator oder Betreiber dieses Zentrums ist der Fachverband für Elektromobilität. Im Bereich E-Mobility World betreibt der Fachverband Elektromobilität, ein Verein, ein registrierter Verein, nicht auf Gewinn orientiert und entsprechend auch gut aufgenommen von allen Seiten, ob jetzt Presse oder Industrie, wie auch dann von der Fachwelt, haben wir bis jetzt nur positive Rückmeldungen bekommen. Gibt es aber noch nicht lange, oder? Im Frühling 2011, also vor einigen Monaten, haben wir mal den Grundstein gelegt, den Verein registriert, eine kleine interne Testveranstaltung abgehalten und jetzt mit der Pressepräsentation am 20. Juli die große Eröffnung Ende September, 1. Oktober, vorbereitet, angekündigt und werden jetzt die nächsten Wochen mit der Presse gemeinsam und der Fachwelt und natürlich der Industrie, also den Herstellern, wie auch den Energieversorger, den wir schon als einen der Unterstützenden auf unserer Seite haben und einer großen Versicherung, werden wir alles versuchen, dass die Auftaktveranstaltung dann mit rund 1000 Fach und Fachgästen und Journalisten sehr gut besucht sein wird. Und wir werden über 100 verschiedenste Elektrofahrzeuge hier wirklich zum Fahren und Kennenlernen vor Ort haben. Was für den Konsumenten jetzt ganz wichtig ist, sind auch Förderungen im Bereich Elektromobilität. Wird sich da hier auch der Fachverband einsetzen, dass es eine österreichweite Lösung gibt? Generell ist dieses unter Anführungszeichen Lobbying im Sinne der Sache natürlich ein zweiter Schritt. Den wollen wir auch durch Vernetzung mit anderen Fachverbänden und Organisationen natürlich unterstützen und vorantreiben. Wie weit dann darin ein Schwerpunkt zu finden sein wird, werden eben die nächsten Monate zeigen. Jetzt mal wollen wir europaweit einzigartig das tollste Zentrum für Elektromobilität aufbauen. Noch kurz, zweiter wichtiger Punkt auch für den Konsumenten, wo tankt man seine Elektrofahrzeuge? Wie schaut es da aus mit in dem Bereich Elektrotankstellennetz?
Also in den Beginnern der Elektromobilität war sehr vieles auf persönliches Engagement von Privatpersonen, von Hotels, von Restaurants und ähnlicher entsprechend abgestimmt und ausgerichtet. Und es wurden immerhin knapp 3000 unter Anführungszeichen öffentlich zugängliche Ladestationen, aber meist in privater Betreuung. Bin ich auch dabei? Ja, natürlich sind wir auch mit Photovoltaikstrom aufgebaut und eingerichtet. Und jetzt sind die Energieversorger daran, mit kommunaler, aber vor allem bundesweiter Unterstützung die Infrastruktur auszubauen. Nur ein Beispiel: in Niederösterreich gibt es die neue Parkplatzverordnung, wo in jedem Parkhaus ein Prozentsatz von Parkplätzen mit einer Lademöglichkeit ausgestattet sein muss. Ja, ich möchte gerne den Elano vorstellen. Der Elano ist ein kürzlich in Deutschland zugelassenes Leichtkraftfahrzeug mit 80 Stundenkilometer Spitzengeschwindigkeit und 80 Kilometer Reichweite. Das Auto ist geplant für 2 Personen, kann auf 4 Personen erweitert werden und eignet sich hervorragend für Flottenlösungen. Der Elano wiegt an die 400 Kilo. Er hat alle Tests der Zulassung bestanden, besonders auch den EMV, den Test für die elektromagnetische Verträglichkeit, sowohl für die Umwelt als auch für die Fahrer, weil hier sehr viele elektrotechnische Komponenten verbaut worden sind, und ist jetzt für den öffentlichen Verkehr serienmäßig zugelassen. Der Elano wird in der Nähe von Bremen produziert von der Firma H2O Elektromobile und ist käuflich erhältlich über die Firma Gespa, die im Rhein-Main-Gebiet Nähe Frankfurt ansässig ist. Hallo Herr Nowotny, was gibt es Neues im Elektromotorradbereich? Ja, hier dieses Fahrzeug, das Sie hier ausgestellt sehen, es ist ein Cargo-Motorrad, das heißt, es ist ideal für Transportzwecke. Sie haben hier vorne Möglichkeiten, verschiedenste Dinge zu transportieren, und genauso auch hier hinten, wobei das System so ausgelegt ist, dass Sie auch verschiedene Boxen, egal was Sie transportieren wollen, damit führen können. Und damit natürlich umweltfreundlich auch in der Innenstadt zum Beispiel unterwegs sein können. Brauche ich einen A-Schein dazu? Braucht man dann zumindest den A zu B-Schein, also 5 Jahre durchgehend den B-Schein. Und dann kann man in Fahrschulen oder bei MTC ABÖ den A zu B-Schein erwerben. Da braucht man nur 5 Stunden Praxis dazu. Was kostet sowas? Das ist in der Top-Ausstattung, wird das 8000 Euro inklusive Steuerkosten. Darf ich das Gerät testen? Bitte, gerne. Okay. Ja. Ist schon angestartet, ja. Sehr wuchtiges Gerät, aber total ja, leise, eh klar. Super, ja. Also mit dem kann man schon einiges transportieren, glaube ich. Okay. Ich bin der Günther Roppele von der Firma Powerbike aus dem schönen Fürstenfeld. Wir sind Hersteller von E-Bikes und Nachrüstsätzen aus Österreich, und ich möchte Ihnen gerne unser neuestes Produkt sagen. Das ist das kleine DC1 von Dorcus, ein Cityflitzer, ein elektrifizierter mit ungefähr 15 Kilo Gewicht, mit einem sehr hochwertigen Rahmen, einer sehr hochwertigen Bestückung, leicht genug, dass man hinauftragen kann in den 3. Stock in die Wohnung oder mit einer Hand in die Straßenbahn oder in die U-Bahn mitnehmen kann. Und das ist, glaube ich, so schön, das Radl, und so ein Hingucker, dass es sowohl im Anzug als auch im Sportsquant gut ausschaut. Ja, wir stellen auch noch andere E-Bikes her, Damenmodelle, Herrenmodelle, die Sie da sehen, zum Beispiel einen kleinen Ausschnitt. Und unser Hauptprodukt ist ein Nachrüstsatz, der in praktisch jedes handelsübliche Fahrrad einbaubar ist. Und in einer halben Stunde ist die Geschichte erledigt und Sie haben statt Ihrem gewohnten Fahrrad ein E-Bike respektive ein Pedelec mit Qualität aus Österreich. Sie sind jetzt zu Gast bei Zero Motorcycles. Das ist ein amerikanischer Hersteller mit Sitz in Kalifornien. Hat angefangen mit elektrisch angetriebenen
Geländemaschinen. Und was Sie hier sehen, ist eine Zero S, eine Straßenmaschine. Eine von 5 verschiedenen Modellen, die von diesem Hersteller angeboten werden. Das Besondere daran ist, ist die eigens konstruierte Batterie aus Lithium-Ionen-Mangan-Technologie. Die einzige Batterie, die man auch im Flugzeug transportieren kann, weil sie so sicher ist. Sie ist auch landfill-approved, das heißt, sie kann deponiert werden. Macht man natürlich nicht, sondern man versucht, sie zu recyceln. Genauso wie das gesamte Motorrad zu 99% recycelfähig ist. Also es ist ein rundum umweltfreundliches Fahrzeug und beweist, dass Vernunft auch Spaß machen darf. Unsere Eigenmarke ist L-Cycle. Wir sind jetzt seit 3 Jahren am Markt und haben uns sehr spezialisiert auf die Elektromobilität. Wie man hier sieht, haben wir jetzt zum Beispiel Mountainbikes im Programm, aber auch ganz speziell jetzt zum Beispiel auch Custom-Bikes. Wir haben sich da sehr spezialisiert auf innovative Produkte. Qualität steht bei uns natürlich ganz oben, das ist sehr wichtig für uns. Wir haben uns auch sehr spezialisiert auf die Akkutechnologie. Es gibt Möglichkeiten für die Kunden, also wenn jetzt der Kunde sagt, er braucht jetzt nur einen Akku, der was halt 10 bis 15 Kilometer ist, ist kein Problem. Aber wenn jetzt Kunden sagen, zum Beispiel, er möchte jetzt eine Tour fahren von Passau nach Wien, können wir ihm auch anbieten, einen Akku, mit dem er natürlich 150 Kilometer Reichweite hat. Also wir sind da sehr offen und wollen dem Kunden einfach die bestmögliche Lösung bieten. Hier sehen wir die Tante Paula, Maximilian 2. Wir fangen hier klassisch mal an mit der Straßenzulassungsparametern. Hier die klassische Hupe, Licht und Klingel. Mit einem Turbo-Button und Gashebel. Das Ganze hier ist, was sehr spannend ist, ist ja für den Camping und für die Freizeit, für den mobilen Einsatz zusammenklappbar. Und man kann es schön in den Kofferraum reinlegen. Das Ganze natürlich auch mit dem Sitz hier. So, das Ganze kann ich hier zerlegen und in mein Auto packen und losfahren. Ja, wir haben hier ein Transportfahrzeug der Firma Piaggio. Es handelt sich um den Porter. Dieses Fahrzeug hat eine Reichweite von 110 Kilometer, eine Geschwindigkeit von 60 km/h, also ideal im Stadtbereich für Gemeinden, für Kommunen und natürlich auch für alle anderen Tätigkeiten, die mit Transporten zu tun haben. Die Versionsaufbauten gibt es genauso als Kipper, als Bus und in verschiedenen anderen Ausführungen, je nach Kundenwunsch. Ein super Fahrzeug und ich würde jedem Gemeinde empfehlen, so ein Fahrzeug in den Fuhrpark mit aufzunehmen. Ja, ich komme aus Firma Ensto. Ensto ist gegründet 1958, kommt aus Finnland und wir gefertigen oder machen Zapfsäule oder Ladestationen für E-Mobility, Elektroautos. Bis heute haben wir montiert europaweit über 1000 Stück Ladestationen oder Zapfsäule. Wir stellen die Wechselrichter Platinum her. Wir haben Stringwechselrichter von 2 kW bis 22 kW, zeichnen sich zum einen durch höchste Qualität aus. Deswegen können wir auch phänomenale 10 Jahre Standardgarantie garantieren. Zum anderen sind unsere Wechselrichter mit IP65 mit dem höchsten Schutzgrad ausgestattet. Das heißt, sie können sowohl Indoor als auch Outdoor benutzt werden. Und des Weiteren haben wir einen phänomenalen Wechselrichter-Effizienz von 98% bei unseren TL-Geräten.